stehen wir in dieser Welt, wenn uns nicht die angenehmen und netten und schönen Seiten des Lebens bewegen würden? Wenn wir nicht Freude hätten an der Farbigkeit des Daseins, Freude hätten an der Freiheit einer liberalen, toleranten Gesellschaft, nicht Freude hätten an den Genüssen des Lebens, ach du lieber Gott, was wären wir ohne Frauen? Traurige Wichte wären. Meine Güte, wie arm sind die, die in den Keller gehen müssen, wenn sie lachen wollen. Auch unter Politikern gibt es solche Typen, in allen politischen Richtungen. Und das hat mich immer an der Familie angezogen, vornehmlich an der Frau, dass sie nie in den Keller geht, wenn sie lacht. Und dass sie mit ihrem Lachen auch andere ansteckt. Gewichte werden. Und selbst wenn man einmal nach der Jagd müde, angeschlagen, mit Erfolg wie meistens, oder wenn man schlecht schießt, mit weniger Erfolg, dann hinauskommt da in dieses Forsthaus, dann steckt einen das fröhliche, lebensaufgeschlossene, ermutigende Lachen der Frau an. Und deshalb erinnere ich mich sehr wohl der vielen schönen Stunden, die ich erlebt habe in diesem Hause. Aber was wären diese Stunden gewesen, wenn nicht die Frau der Mittelpunkt des Daseins dort gewesen wäre? Aber, meine sehr verehrten Damen und Herren, vor allen Dingen hier, meine Herren aus Politik, Wirtschaft, Kultur oder was auch immer, ach du lieber Gott, was wären wir ohne Frauen? Traurige Wichte wären wir. Aller politischer Erfolg oder wirtschaftlicher Erfolg oder kultureller Erfolg oder was auch immer künstlerischer Erfolg wäre doch nicht einmal die Hälfte wert ohne Frauen. Ach du lieber Gott, was wären wir ohne Frauen? Traurige Wichte wären wir. Ach du lieber Gott, was wären wir ohne Frauen? Traurige Wichte wären wir. Was wären wir ohne Frauen? Ach du liebe Gott, traurige Wichte wären wir.